In diesem Video möchte ich zeigen, wie man einen Verjüngungsspleiß in einer Double Braid Leine macht. Wichtig ist als erstes einmal, man muss sich im Klaren darüber sein, dass, damit das möglich ist, der Kern dieser Leine aus Dyneema besteht und dieses Dyneema nicht unidirektional, sondern geflochten und gecoated ist. Also das heißt, das sollte man im Katalog sich anschauen, bevor man die Leine kauft. In dem Fall haben wir heute hier eine Copper 5000, die ich sehr gerne als Spinnacker, Genacker oder Foxshot verwende, sofern keine Winschen im Einsatz sind oder nur bedingt Ratschblöcke. Es ist sehr angenehm in der Hand liegende, frei zu fahrende Shot. So, ich habe jetzt angenommen, hier mir ausgemessen meinen zu verjüngenden Bereich. Also das heißt, ich möchte 2 Meter verjüngt haben, dann messe ich mir die 2 Meter ab, gebe noch ein paar Zentimeter für den Spleißverlust hinzu und habe dann meinen Punkt, wo ich den Kern und den Mantel voneinander auseinandernehmen muss. In dem Fall gehe ich her und mache mir die Leine in dem Bereich ein bisschen mürbe, indem ich sie ein bisschen wusel. So. Und steche dann in die Leine ein und schaue, dass ich den Mantel nach vorn und nach hinten wegschiebe, ohne dass ich die einzelnen Fasern zerstöre. Das heißt, ich versuche ihn systematisch aufzumachen, ohne dass ich den Kern noch den Mantel zerstöre. So, wenn man das hat, dann kann man den Kern aus dem Mantel herausziehen. Dabei muss man aufpassen, dass man es in die richtige Richtung zieht und den Kern nicht in die falsche Richtung verschiebt. Sonst muss man das halt vor dem Spleißen noch bereinigen. So. So. Das wird. So. Jetzt mache ich mal genau an dem Punkt, falls ich es mir doch verschiebe, wo ich den Kern herausgeholt habe, eine kleine Markierung. Wirklich nur, um mir nachher sicher zu sein, dass alles stimmt. In dem Fall haben wir eine 8 mm Leine gehabt. Das heißt, da reichen in dem Fall wieder ungefähr an die 36 cm aus. Wenn ich den Teil dann verjünge, wird der sowieso länger. Das heißt, ich schneide ihn zwischen 36 und 40 cm ab und gehe dazu über, dass ich den Teil jetzt verjünge, bevor ich ihn in diesen Kern einfädel. So. Man kann sich, wenn man sich nicht sicher ist, 4 Markierungen machen. So. Das sind jeweils 8 cm dann. So. Im Falle der Copper 5000 handelt es sich um ein Seil mit 24 Fasern oder Strängen im Mantel. Das heißt, das muss ich berücksichtigen, je nachdem, wie viele Fasern ich
in meiner Verjüngung herausnehme. In dem Fall nehme ich jeweils 6 Fasern heraus. 1, 2. Immer links und rechts laufend. Nach der zweiten Verjüngung werde ich die Leine einfädeln in den Kern, damit die Leine nicht total zerfällt. Hierbei sollte man schauen, dass in der Leine keine Vertrallungen sind. Das würde man sonst später, wenn die Leine dort durch einen Block oder eine Umlenkung läuft, stark merken, weil es dann auch wirklich stark hobelt. So, nun erfolgt die dritte und die vierte Verjüngung. So, hierbei nehmen wir dann 4 Fasern raus. Vordersten Bereich noch einmal 3, 4 weg. So. Schauen wir uns das noch einmal an, dass das in etwa dann 36 cm sind. Schneiden den Rest generell weg und schieben die Leine schön drüber. So, wie man sieht, haben wir hier eine verjüngte Leine. Konstruktionsbedingt immer nur das, was der Durchmesser der Leine zulässt. Das heißt, das ist 8er Leine, in der ist ein 6er Kern drinnen. Also ich habe eine Verjüngung von 8 mm auf 6 mm. Offenes Dyneema mit einem Übergangsbereich von ungefähr 36 cm. Damit das Ganze jetzt während des Segelns nicht auseinanderfällt, muss ich genau im Bereich dessen, wo die 2 Teile ineinander laufen, einen Tackling setzen. Ich könnte, wenn es sehr hohe Belastungen sind, auch eine Langnaht machen. Die ist aber wesentlich aufwendiger und langwieriger. So. Wieder am Ende ein Hubbelchen. Yes.
bei diesem Tackling sollte man unbedingt darauf achten, dass er nicht zu lang wird, weil wenn der Tackling sehr lang ist, dann heißt es, dass es in den Rollen bzw. Umlenkungen, die eventuell am Boot sind, sehr stark ruckeln würde. So, und fertig ist unsere neue verjüngte Spielschot, Genackerschot oder Fogschot. Wie gesagt, auch für verjüngte Fallen, falls man sich Gewicht einsparen will, äußerst gut geeignet. Musik.